Am 20. November übergab Landesinnenminister Christian Pegel 5 neue Hundetransporter an Vertreter des Landesbereitschaftspolizeiamtes. Eine Neuerung? Ein Notausstieg für die Hunde. Bisher war es den Tieren nicht möglich, das Fahrzeug zu verlassen, wenn es unfallbedingt auf der Seite liegt. Es ist ja selten so, dass der Hund dort ist, wo der Einsatzort ist. Wir brauchen quasi Polizeikolleginnen und Kollegen, die im ganzen Land tätig sind, weil die Hundezahl dann wiederum nicht so groß ist, dass man für sehr kleinräumige Bereiche jeweils einen Hund hätte. Und dafür brauchen wir Fahrzeuge, in denen die Hunde eben regenerieren können, in denen sie transportiert werden können, die für die Ausbildung, aber eben auch für die Einsätze einsatzfähig sind. Die Nutzungsdauer der Fahrzeuge beträgt 8 bis 10 Jahre. Danach werden sie ausgetauscht. Schutz- und Spürhunde sind unverzichtbare Partner vieler Polizisten. Sie helfen bei der Drogen- und Sprengstoffsuche, bei der Auffindung vermisster Personen sowie der Leichensuche. Insgesamt verfügt die Landespolizei rund 50 Diensthunde. Die Gesamtkosten für die Beschaffung belaufen sich auf mehr als 358.000 Euro.